Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 3. April. Heute dabei Twitter, WhatsApp, SpaceX, Facebook, Fitbit und iOS Betas. Beginnen tun wir mit Twitter. Die haben nämlich jetzt ein neues Feature für Livestreaming in der offiziellen Twitter-App für iOS und Android, sowie auch im Web und in der Periscope-App veröffentlicht. Und damit könnt ihr nun euren Followern beim Antippen eines Links zu eurem Stream diese an eine bestimmte Stelle in dem Stream schicken und sie steigen so nicht direkt in die Live-Übertragung ein. Klingt erstmal ein bisschen verwirrend. Ich musste auch dreimal nachlesen und ja, so richtig hundertprozentig weiß ich auch nicht, ob man das braucht oder nicht, aber es gibt bestimmt Use Cases, wo man vielleicht nicht will oder wo man halt den Nutzer vielleicht den Anfang ja, zurückspringen lassen möchte. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Guckt es euch einfach an, wenn das für euch interessant ist. Auf jeden Fall tut sich da was. Wo sich auch was tut, ist in der iOS-App für WhatsApp. Denn die hat auch ein kleines Update bekommen, beziehungsweise das Widget, was da mitkommt. Denn das kann nun auch die Statusmeldungen in dem Widget in iOS anzeigen. Ja, auf zum nächsten Thema. SpaceX, die Raketen-Weltall-Firma von Elon Musk, die hat heute Nacht, also wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich durch, die 14. Mission gestartet und eine Rakete wieder in die Luft gejagt, die diverses Material zur internationalen Raumstation ISS bringen wird. Das Ganze gab es natürlich auch wieder in einem Livestream zu sehen. Der ist auch in dem Artikel verlinkt in unseren Shownotes. Und es gab diesmal auch eine passende App dazu. Also, wer sich dafür interessiert, hat es wahrscheinlich eh mitbekommen. Ansonsten seid ihr jetzt damit informiert. Nächstes Thema, Facebook. Die haben ja die bisher eher wenig genutzte Virtual Reality App Spaces und dort bekommen nun die Avatare ein Update. Bislang sahen die ja zwar schon irgendwie dreidimensional aus, aber irgendwie mit einem 2D-Gesicht draufgeklatscht und jetzt sind die ein bisschen mehr 3D geworden, also nicht menschlicher 3D, sondern eher so comic-mäßiger 3D. Auf jeden Fall schöne Sache, also Facebook bleibt dran an Virtual Reality mit ihrer App und machen halt weiterhin Updates. Mal schauen, was daraus noch so wird. Und nächstes Thema, Fitbit. Die haben jetzt mal eben so zack wieder 10% ihres Börsenwertes verloren und die kriegen ja eh schon immer dick drauf und sind nicht mehr so viel wert an der Börse. Und diesmal war Morgan Stanley schuld. Die haben nämlich gesagt, dass sie irgendwie kein Ende sehen, wo die Firma landen soll. Und das liegt natürlich hauptsächlich damit zusammen, dass Fitbit mit ihren Smartwatches eindeutig für den Fitnessbereich sich orientiert hat. Und da Apple ja in den letzten Jahren auch genau dahin geschoben ist, mit ihrer Apple Watch ist der Markt immer enger und umkämpfter geworden. Und eindeutig scheint Apple der Gewinner da zu sein. Und für Fitbit wird es nicht einfacher. Ja, die haben zwar auch noch zwei, drei kleinere Firmen aufgekauft, aber die kriegen irgendwie keinen Fuß mehr an den Boden und ja, das haben die Analysten jetzt gesagt und die Börse hat es direkt umgesetzt in dem entsprechenden Kursverfall. Und letzte Nachricht für heute hat mir gerade noch der Chris reingeschoben als Neuigkeit, kurz vor der Aufnahme, danke dafür. Es gibt neue Betas für iOS und tvOS. iOS 11.4 und tvOS 11.4 jeweils bringen zurück AirPlay 2, schieben die Nachrichten in die iCloud und der HomePod bekommt eine Stereo-Funktion. Also das Kombinieren von zwei HomePods als jeweils links und rechts Stereo-Speaker ist darin jetzt auch möglich. Eine Sache, die zum Beispiel auch Sonos schon länger kann und die auch beim HomePod angekündigt war. Aber noch viel interessanter ist, dass AirPlay 2 zurück ist, das natürlich ein Upgrade sein soll zu AirPlay 1, was auch letztens schon mal in der Beta drin war, aber dann im Final Release wieder rausgeflogen ist. Und mal schauen, ob es diesmal durch die Beta auch zum Final Release geschafft wird und AirPlay 2 uns dann endlich zur Verfügung steht. Viel interessanter finde ich persönlich, wie gesagt, diese Stereo-Funktionalität, wo ich nicht weiß, ob die wirklich so komplex ist, da, wie bereits gesagt, Sonos das auch schon seit Jahr und Tag irgendwie kann. Ja, und das war's. Also nach Ostern
Die News kommen so langsam ins Laufen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Arbeitstag. Schultag ja wohl nicht, es sind wohl Ferien. Ansonsten, auch wenn ihr Urlaub habt, genießt den Tag und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.